zwar, heute machen wir einen Herrenkuchen. Und was gibt es dazu zu sagen? Er ist total einfach zu machen. Wir brauchen nicht viele Zutaten. Es sind eigentlich immer Zutaten, wenn man öfters mal backt, die man zu Hause hat. Ja, doch, genau. Und er ist schön saftig, obwohl es ein einfacher, schlichter Kuchen ist. Weil zum Beispiel beim normalen Sandkuchen ist es ja so, der ist immer sehr trocken. Und das ist halt in dem Falle nicht so. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das heute. Und ich würde sagen, wir fangen an mit den Zutaten. So, ihr seht, das ist total übersichtlich. Wir brauchen wirklich nicht viel. Und zwar, welche Form ich am Ende benutze. Das gucke ich mir jetzt an, wenn wir das Ganze zusammengerührt haben. Ob ich jetzt eine kleine Springform nehme oder eine Kastenform. Deswegen, das sage ich euch gleich. Jetzt sage ich euch erstmal, was wir brauchen. Und zwar 125 Gramm flüssige Butter. 140 Gramm Zucker, ein halbes Päckchen Vanillezucker, 2 Eier, 120 Gramm Mehl, ein halbes Päckchen Backpulver, 1,5 Esslöffel Backkakao und 50 Milliliter Mineralwasser. Und am Schluss, das habe ich hier jetzt nicht dabei stehen, können wir das Ganze noch mit Puderzucker bestreuen. Und ja, dann würde ich doch sagen, fangen wir an, was ich jetzt gerade noch testen muss. Oder ihr, wenn ihr es macht, auch, wenn ihr die Butter geschmolzen habt, die ist jetzt noch ein bisschen heiß, dass die einfach nicht mehr heiß ist, denn wir wollen ja nicht, dass das Ei jetzt gerinnt. Das ist eigentlich nur so, wo man einfach noch mal gucken sollte. Und genau, aber ansonsten ist es wirklich ein einfacher Kuchen ohne großen Schwierigkeitsgrad. Und auf geht's! So, was ich mir jetzt gerade überlegt habe, um hier jetzt rumzustehen und zu warten, bis die Butter kalt wird oder kühler wird, machen wir es einfach so, dass wir einfach schon mal Zucker dazugeben, denn da passiert ja nichts. Dann Vanillezucker. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen von Vanillin offen und ein bisschen von Vanillezucker. Das hauen wir jetzt einfach rein. Wie gesagt, so ein halbes Päckchen bei der Menge. Und dann verrühre ich das erstmal und dann wird das Ganze ja abgekühlt sein, dass wir dann die Eier dazugeben können. Und nein, darf doch alles nicht wahr sein. Da wird sich mein Christian wieder freuen, wenn er das sieht. So, aber es passiert halt. Ihr kennt es ja mittlerweile. Los geht's. So, und dann kommen die Eier dazu. Übrigens, den Ofen habe ich jetzt schon mal auf 150 Grad eingestellt zum Vorheizen. Weil, wie gesagt, das ist so schnell zusammengerührt. Da kann ja dann gleich ab hinein. Muss ich kurz mal die Hände sauber machen. Und das verrühren wir jetzt wieder. Was ich jetzt noch mache, ist einmal unser Mineralwasser dazugeben. Und dann verrühren wir das nochmal. Und jetzt sind wir ja schon am Ende angelangt. Jetzt können wir noch die trockenen Sachen dazugeben. Wie gesagt, Kakaopulver. So, dann so ein halbes Päckchen Backpulver und natürlich das Mehl. Ich hau immer gerne ordentlich Backpulver rein, ne? Geht wenigstens das Ganze schön auf. Und das verrühren wir jetzt wieder. So, und nach reiflicher Überlegung habe ich mich jetzt für meine 18er Springform entschieden. Aber wie gesagt, wo ihr das jetzt reinmacht, ist natürlich egal. Ihr könnt es auch in eine Kastenform machen. Und jetzt kann das Ganze auch schon ab in den Ofen. So, ihr Lieben, ich habe mal ein Stück rausgeschnitten, mit Puderzucker bestreut. Und ich hoffe, dass man das irgendwie über die Kamera erkennen kann. Also der ist wirklich richtig schön saftig und fluffig. Also überhaupt nicht trocken und ja, einfach sehr schön schokoladig. Und dann würde ich sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!